Ja, schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel, mein Name vom Dialogzentrum Leben im Alter. Ich möchte Sie heute ein bisschen einführen in den 8. Newsletter von uns. Das ist also die, wenn Sie wollen, Herbstausgabe für dieses Jahr. Und wir haben eine relativ breite Palette von Themen. Es ist also nicht so fokussiert auf bestimmte Inhalte, sondern es sind sehr unterschiedliche Dinge, die wir Ihnen präsentieren. Auffällig ist bei einer großen Anzahl von Studien, dass so die Altersfähigkeiten und die Altersstrukturen eine große Rolle spielen. Also weniger so die Medikamente oder auch spezifische Interventionen, sondern einen strukturierten Alltag aufzubauen mit festen Strukturen und Nutzen von Altersfähigkeit ist für eine breite Palette von Alterserkrankungen eigentlich eine sehr sinnvolle Intervention. Das wissen wir, aber es ist dann auch immer wieder spannend, das durch Forschungen bestätigt zu sehen. Ja, eine erste kleine Gruppe von Studien beschäftigt sich mit einer Idee, die nennt sich Problemadaptionstherapie für Depressive. Und da geht es im Grunde genommen genau um das, was ich gerade schon beschrieben habe. Also um zum einen eine starke Altersstrukturierung, also rechtzeitig aufstehen, frühstücken, dann eine Aufgabe und also dass der Tag im Grunde genommen vorhersehbar ist und bestimmte Elemente enthält, auf die man sich vorbereiten kann. Das ist so der eine Teil. Und der andere Teil, das ist Arbeiten an der Emotionskontrolle. Das zweite Paket, das damit zusammenhängt mit dieser Problemadaptionstherapie, das ist die Pflege von Selbstpflege und von gesundheitsfördernden Aktivitäten. Also das hat vor allen Dingen zu tun mit Ernährung, mit Bewegung, mit Sozialkontakten, die man aufbaut. Und diese vier Elemente, also Arbeit an der Tagesstruktur, Arbeit an der Emotionskontrolle, an den Selbstpflegefähigkeiten und an den gesundheitsfördernden Aktivitäten, die bringen gerade für Menschen mit Depressionen im Alter sehr positive Effekte. In einer angehängten kleinen Studie in diesem Teil, da geht es um etwas, das ist schon, denke ich, sehr spannend, nämlich um die Rolle der Aufsichtsbehörden bei alten Menschen mit Depression. Und da kommt diese Studie zu dem Ergebnis, die Art der Auflagen und die also Aufsichtsbehörden an Einrichtungen stellen, die wirken sich eher negativ für depressive Menschen aus. Weil man dann mehr mit Dokumentation, mit Verschriftlichung, mit somatischen, mit körperlichen Dingen beschäftigt ist und die Aktivitäten, die für Menschen mit Depressionen sinnvoll sind, eher zu kurz kommen. Also Auflagen von Depressionen wirken sich forschungsbasiert negativ auf die Lebensqualität von Menschen mit Depression aus. Ja, soweit mal eine erste Gruppe von Studien. Eine andere Sache, die ich Ihnen vorstelle, das ist eine sehr umfassende englische Studie zu Delirprävention. Es handelt sich um eine Implementierungsstudie, wo man untersucht, jetzt in einem großen Krankenhaussetting, was sind eigentlich Faktoren, die so Elemente einer Delirprävention zu implementieren helfen. Und da gibt es folgende Elemente, die so festgestellt haben. Und das sind wie so kleine Drehscheiben oder Zahnräder, die quasi ineinander greifen müssen. Einmal die Drivers. Unter denen werden die Leute verstanden, die so ein Projekt pushen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, zum einen die Wohnbereichsleitungen oder besser die Stationsleitung im Krankenhaus so zu gewinnen und bestimmte Ärzte, also vor allen Dingen die Geriater, ja, dass die also so als Verbündete der Wohnbereichs- oder Stationsleitung so einen Prozess vorantreiben. Was das Ganze behindert, ist die beständige Reorganisation und die Personalnot. Also die sagen, während man so eine Intervention für Delir implementiert, gibt es so unendlich viele andere Projekte, die parallel laufen und das ist ganz, ganz schwer, dies zu koordinieren. Also beständige Reorganisation macht es immer wieder nötig, so einen Prozess von vorne zu beginnen. Die Netzwerkarbeit von allen Beteiligten ist entscheidend, also wirklich genau zu gucken, wer ist da eigentlich beteiligt und wie kriege ich die in das System hinein.
Dann haben die etwas gehabt, das fand ich sehr spannend, und zwar, dass man Beobachter hatte, die haben sich dann die neuen oder auch die alten Prozesse in der Arbeit bei Delirprävention angeschaut und haben diese Beobachtungen in den Prozess zurückgemeldet. Das hat sich sehr gut gemacht. Dann eben Schulungen, die aber andocken an diesen beobachteten Rückmeldungen. Also man hat gesehen, wie bestimmte die Lehrprozesse ablaufen, und man hat genau ein Protokoll dieser Abläufe in die Schulung mit hineingenommen und zusammen mit den Beteiligten überlegt, wie man das optimieren kann. Und zum Schluss, was war eigentlich wirksam? Das waren Wahrnehmungsveränderungen. Also die haben beobachtet, dass Mitarbeiter und Ärzte allmählich Situationen anders beurteilen, also zum Beispiel anders über die Menschen sprechen, eine professionellere Sprache an den Tag legen und damit auch weniger so emotional aufgeladene, eher abwertende Bezeichnungen für Delir-Patienten verwenden. Und das haben die als entscheidend für den Implementierungserfolg bewertet. Also eine sehr interessante, umfassende Studie, die ich zur Lektüre empfehle für alle, die sich mit Delir oder mit Implementierung befassen. Gut, ein anderer Themenbereich. Das sind Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsentwicklung im Alter und Funktionalität und Sensorik. Also Funktionalität, das sind dann meistens so Dinge wie Mobilität und Ernährung, ja. Und da sind sie dem nachgegangen, wie sich diese Faktoren beeinflussen. Also ist es so, dass bestimmte Störungen in der Funktionalität die Persönlichkeit verändern? Oder sind es bestimmte Persönlichkeitsveränderungen im Alter, die den Umgang mit sich verändernder Funktionalität besonders negativ tangieren? Und dabei standen sensorische Beeinträchtigungen als Moderatoren im Mittelpunkt. Also das heißt, Persönlichkeit, bestimmte Persönlichkeitszüge erschweren den Umgang mit veränderter Funktionalität, besonders dann, wenn man schlecht sehen und hören kann. Und umgekehrt. Wird man im Alter funktional beeinträchtigt, also kann sich schlechter ernähren, schlechter bewegen und ähnliche Dinge, dann verändert sich die Persönlichkeit besonders dann, wenn die Sensorik beeinträchtigt ist. Also das finde ich eine ganz interessante Geschichte, dass das veränderte Sehen und Hören quasi so eine Moderatorenrolle übernimmt, die dann, wenn entweder Persönlichkeit oder veränderte Funktionalität in den Mittelpunkt gerät, dann eben zu entsprechenden Veränderungen führt. Ja, also schauen Sie mal rein, finde ich eine ganz interessante Studie. Gut, neuer Themenbereich, herausforderndes Verhalten. Dort wiederum eine Studie, die das belegt, was wir eigentlich schon wissen, nämlich, dass komplexe Analysen Voraussetzungen für den Erfolg von Interventionen führen. Das heißt, solange man nicht sich umfassend mit der Biografie, mit der Erkrankung, mit den Medikamenten, mit den familiären Hintergründen eines Menschen befasst, haben die verschiedensten Interventionen, ob das nun Musik ist oder Gedächtnistraining oder Tagesstrukturierung, wenig Erfolg. Also die Voraussetzung für den Erfolg von Interventionen, ganz gleich welcher Art, ist die intensive Auseinandersetzung. Ja. Und was die dann sagen ist, ja, das ist zum einen eben das gründliche Assessment, aber dann eben auch Fallbesprechungen. Und die lösen zusammen einen Lernprozess im Team aus, wo es dann ein situations- oder fallspezifisches Wissen im Team gibt, das dann den Umgang mit herausforderndem Verhalten erleichtert. Also dieses lokale Wissen, das man sich im Team erarbeitet, ist eigentlich der Schlüssel, um mit herausforderndem Verhalten gut umzugehen. Trotz alledem gibt es dann doch ein wenig Wasser in den Wein und der besagt, die Effekte sind insgesamt doch nur moderat. Das heißt also, selbst die besten Voraussetzungen, wo man sich um die Hintergründe eines Menschen bemüht, wo man versucht, Interventionen individuell anzupassen, hat aber doch insgesamt nur moderate Wirkungen. Damit meinen die, naja, es gibt Effekte, aber so riesig sind die auch nicht. Was noch einmal eine etwas ernüchternde Bilanz ermöglicht, die ich auch immer ziehe. Viele Formen herausfordernden Verhaltens sind doch nur marginal beeinflussbar, leider.
Gut, neues Thema. Seit Ewigkeiten gibt es ja eine Diskussion über die Größe eines Bereiches. Ja, also profitieren Menschen mit Demenz eigentlich von einem kleinräumigen Setting? Soll man in Wohngemeinschaften arbeiten, nicht mit mehr als 8 bis 12 Personen? Ist das sehr viel besser, als wenn man große Bereiche hat, in denen die Menschen leben? Und die Studie, unsere deutsche Studie, kommt zu dem Ergebnis, ja, die Größe ist für die Lebensqualität der Menschen eigentlich nicht wichtig. Also ob das ein kleiner Bereich ist oder ein großer Bereich ist, tatsächlich schneiden größere Bereiche leicht besser ab als kleine Bereiche für Menschen mit Demenz. Insgesamt sind die Unterschiede sehr gering. Was wahrscheinlich, so sagen die Autoren, die Qualität wesentlich maßgeblicher beeinflusst, ist die Haltung und die Bildung der Mitarbeiter. Also das heißt, was Mitarbeiter an Haltung mitbringen, wie man sie schult, was für Teamprozesse sie bilden, ist für das Ergebnis, für die Lebensqualität dieser Menschen viel entscheidender als die baulichen Rahmenbedingungen. Ja. Gut, auch das wissen wir zum Stück weit schon länger, aber es ist doch immer wieder schön, wenn man dann sieht, dass sich das auch bewährt. Gut, komme ich zum letzten. Eine ganze Palette diverser Interventionen, die ich mal so kurz zusammenfasse. Eine Intervention, die beschreibt, dass Innenaktivitäten insgesamt besser ankommen als Außenaktivitäten. Naja, gut, okay, kann sein. Dann die meisten Aktivitäten, die gut ankommen, das sind Dinge, die haben zu tun mit Singen, mit Gedächtnistraining, mit physischen Übungen und mit Gesprächen. Ja, auch das ist relativ bekannt. Dann eine Studie, die besagt, also es ist nicht so gut, Aktivitäten so außerhalb von sinnvollen funktionalen Zusammenhängen durchzuführen, sondern eher im Rahmen von hauswirtschaftlichen Aktivitäten, von Spaziergängen, von Gartenarbeit. Also das Integrieren von funktionalen Trainingsprogrammen in für sinnvoll gehaltene Tätigkeiten, das ist eigentlich der sinnvolle Weg. Sowas wie Sport oder Gedächtnistraining separat und integriert in organische, hauswirtschaftliche Aktivitäten. Ja. Alle Interventionen kommen besser an, wenn man Angehörige mit einbezieht, also wenn die eine Rolle spielen, wenn man die mitnimmt, wenn die auch bereit sind, ein Stück weit eine Intervention mit zu unterstützen, dann sind die Ergebnisse besser. Die Art und Weise, wie man mit einem Menschen kommuniziert und interagiert, wirkt sich positiv auf das Ernährungsverhalten aus. Also eine gute Beziehung führt auch dazu, dass die Personen mehr Nahrung zu sich nehmen. Auch das ganz interessant. Und zum Schluss, ja, das fand ich ganz spannend, also eine Intervention mit Musik. Aber nicht so im Sinne von, dass die singen oder dass die quasi bespielt werden, sondern wo die aktiv selber Musik machen. Das heißt also, Menschen mit Demenz, die sitzen dann zusammen in einer Gruppe und jeder hat so Aufschlinstrumente, Klanginstrumente, Ähnliches. Und dann fangen die an, so zu klappern und zu tönen. Und so mit der Zeit, so fangen die an, sich miteinander, aufeinander zu beziehen. Und das nicht nur mal 5 oder 10 Minuten, sondern erstaunlicherweise stundenlang. Also das hat mich sehr gewundert. Ich habe Ihnen über diese sehr interessante, kreative Form, mit Musik umzugehen, auch einen Link zu einem Video reingestellt. Ich würde es Ihnen sehr empfehlen, sich diesen Link mal anzuschauen. Und da sehen Sie wirklich Menschen, teilweise auch mit sehr schwerer Demenz, die also auch sprachunfähig sind, die aber mit hohem Vergnügen über längere Zeit da tuten und blasen und hämmern und klopfen und sich aufeinander beziehen und lachen und Spaß haben. Also ich war echt begeistert von dieser Musikintervention. Also schauen Sie sich das mal an, das ist wirklich eine klasse Geschichte. Ja, soweit mal für heute. Unser 8er Newsletter. Ich hoffe, Sie finden etwas, das Sie gebrauchen können. Und wenn es Rückmeldungen gibt, dann würden wir uns freuen. Auch sonst noch einmal gucken Sie unseren Blog. Da gibt es immer mal das eine oder andere. Auch so mal ein bisschen in die Historie schauen. Ja, da gibt es inzwischen doch eine ganze Menge an Beiträgen, die vielleicht der ein oder andere für Sie interessant sein könnten. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis dahin, Christian Müller-Herge.